Ein warmer, sonniger und trockener September liegt hinter uns und der Oktober startet zumindest in einigen Regionen auch noch mal ziemlich golden. Wir kommen besonders im Süden und im Osten noch mal auf einige Sonnenstunden. Meist sind es 8 bis 10. Im Nordwesten sieht es deutlich grauer aus. Da haben wir weiterhin Tiefdruckeinfluss, zwei Druckgebilde hier über den britischen Inseln, gleichzeitig der hohe Luftdruck über dem Südosten. Und wir haben immerhin eine warme Südwestströmung. Wir starten aber typisch für den Herbst regional mit etwas Nebel, besonders im Süden von Deutschland. Der löst sich am Vormittag dann aber recht schnell auf. Und dann haben wir vom Schwarzwald bis nach Berlin viel Sonne und nur wenige Wolken. Rund um die Nordseeküste schon dichte Bewölkung mit ein bisschen Regen. Und wir sehen hier im Tagesverlauf, wird sich daran nicht wirklich viel ändern. Die Regenfront zieht hier über den Nordwesten, auch an der Grenze zu Holland beginnt es dann zu regnen. Und windig ist es auch wieder rund um die Küsten, aber nicht ganz so stürmisch wie zuletzt. Aber der Eindruck ist besonders im Nordwesten insgesamt sehr herbstlich, während man in der Südosthälfte auch am Nachmittag goldenes Oktoberwetter genießen kann. Und dann steigen die Temperaturen auch verbreitet über 20 Grad. Am Oberrhein sind in der Spitze auch bis zu 23 Grad drin. Im Nordwesten unter den dichten Regenwolken deutlich kühler mit maximal 17 Grad rund um die Küsten. Und am Abend regnet es dann mitunter auch mal etwas kräftiger, gerade so vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein. Im Südosten ändert sich auch am Abend nichts. Das ein oder andere Nebelfeld bildet sich dann wieder aus. Und auch das Wochenende ist besonders im Süden und im Osten sehr freundlich und auch noch mal sommerlich. Am Sonntag mit Föhnunterstützung bis zu 27 Grad, im Norden und im Westen insgesamt wolkenreicher und auch wechselhafter. Dann kommt am Montag auch im Süden der große Absturz, teils kräftiger Regen. Und wir sehen es an den Temperaturen, wir bleiben dann häufig unter der 20-Grad-Marke, also locker ein Temperatursturz von über 10 Grad.